Wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung im LS15. Heute habe ich für euch das Kuhn GMD 66 mitgebracht. Zu finden auf Modtoster. Und ja, bei handelt es sich um ein kleines, absolut süßes Mähwerk. Für Kleingebrauch. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und wir beginnen wie immer wieder mit der Textur. Die ist ein bisschen verschwommen. Die kann man ein bisschen hochauflösender machen, wenn das möglich wäre. Ist, denke ich mal, möglich. Die Sticker, die könnten auch ein bisschen mehr Glanz vertragen. Dann hier das Typen-Schild hier. Das ist eigentlich gestochen scharf, eigentlich wunderschön. Zapfwelle sieht auch sehr gut aus. Genau, und hier unten, da kann auch noch ein bisschen was gemacht werden. Das ist auch wieder ein bisschen meckern auf höchstem Niveau. So ist das Mähwerk eigentlich schon recht gut. Wir gucken uns mal die Funktion an. Und da haben wir schon mal mit V können wir das Mähwerk senken. Und auch wieder heben. Mit X können wir das Mähwerk ausklappen, was seine Zeit dauert. Ist ja ein bisschen schon ein älteres Mähwerk. Wir können die Breitablage aktivieren und deaktivieren, aber halt. So. Breitablage aktivieren und deaktivieren. Genau, und dann standardmäßig mit B anschalten. Der Sound ist Standard, aber hier dreht sich alles, hier funktioniert alles, hier kreiselt alles, das ist extrem geil. Genau, und dann sage ich mal, Feuer. Feuer. Hier sehen wir jetzt mal die Breitablage und jetzt mache ich gleich mal die Schwattablage an. Achtung. Jetzt. Und da sehen wir schon, die Schwatt ist deutlich kleiner. So dass man die gleich direkt mit der Ballenpresse aufnehmen kann. Das ist cool. Aufbereiter hat das Mähwerk nicht. Dafür hat es ja so ein kleines Schwarttuch, sage ich jetzt mal. Hier so ein Ableger. Für kleine Höfe ist das Mähwerk definitiv was Geiles. Also, wer jetzt nicht viel zu mähen hat oder auch ab und zu mal was zu mähen hat, mal ein paar Seitenränder oder sowas, da kannst du so ein Mähwerk echt leisten. Es ist extrem schnuckelig, süß, passt gut auf jeden Hof drauf. Gut, dann war es das auch schon. Blinker und sowas hat es jetzt nicht. Das ist nicht weiter schlimm. Das Original hat, glaube ich, auch keine Blinker. Wir sehen auch hier, es läuft langsam an. Und geht auch langsam wieder aus. Also das stoppt nicht sofort, sondern dreht noch ein bisschen aus. Genau. Dann schauen wir mal in den Shop rein, was das Mähwerk da kostet. So finden wir in der Kategorie Mods Mähwerke. Da finden wir das Kuhn GMD 66, 45.020 Euro, 42 Euro im Tag. Nutzung könnte man noch mit reinschreiben, das wäre eigentlich extrem cool. Genau, und so Leistungsbedarf und sowas Kleines, das könnte man eigentlich auch noch mit reinschreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Genau, was es bringt, das im Wiederverkauf 2260 Euro und im Wiederverkauf direkt am Shop. Schauen wir auch noch, da habe ich schon mal eins hinplatziert. Bringt das Mähwerk 2712 Euro. Gut, dann schauen wir noch in die Lok. Da ist es in der letzten Zeile und wir sehen, es ist lockfehlerfrei. Sehr schön. Großen Dank an den Modder. Ich freue mich sehr über ein paar Mähwerke. Vor allen Dingen über kleine. Genau, und dann war es auch schon von meiner Seite. Bewertet es auf Modtoster. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt ruhig ein Like und ein Abo. Ist beides kostenlos und würde mich sehr unterstützen und freuen. Genau, und als Fazit kriegt das Mähwerk von mir 4 Sterne. An der Textur kann man ruhig noch ein bisschen rumschrauben. 4 Sterne mit Tendenz zur 5. Zu 5 Sternen. Gut, dann bedanke ich mich und dann macht's gut, Leute. Tschüss.